So, wir sind hier mit Saif. Und? Wie ist es gelaufen? Sehr positiv. Wir haben heute Alhamdulillah gewonnen. Und ja, das ist das Wichtigste. Okay, gib uns ein bisschen Einblick in deine Vorbereitung. Was hast du getan für diesen Fight, um heute den Sieg aus der Halle zu tragen? Gab es da was Wichtiges? War, sage ich jetzt mal, der Sieg von deinem Gegner über deinen Bruder letztes Mal, war das die besondere Motivation heute, diese Leistung abzurufen? Heute war der persönlichste Kampf meines Lebens. Es war mir sehr wichtig, diesen Kampf grundsätzlich sogar vorzeitig zu gewinnen, weil, wie gesagt, die meisten wissen kaum, dass mein Bruder gegen ihn gekämpft hat und mein Bruder leider verloren hat. Und mir war es sehr wichtig, diesen Kampf zu gewinnen natürlich. Aber leider ist es doch nur zu den Punkten gekommen, aber wir sind glücklich mit allem. Hauptsache, der Sieg ist mit nach Hause genommen worden. Okay, sag uns, gib mir mal den Fans ein kleines Replay von deinem Fight. Ich habe gesehen, es waren viel Sweeps dabei, es war viel Bodenkampf, harte Legkicks waren dabei. Ich sehe auch an deinem Auge, du hast ein bisschen was davon getragen, aber war das für dich nochmal eine Motivation? Gerade die Legkicks haben, glaube ich, gut eingeschlagen oder hast du sie gar nicht gespürt? Bist du weiter nach vorne gelaufen? Mein Plan war es eigentlich, viel im Stand zu kämpfen, aber ich bin ehrlich, ich war bei meiner Vorbereitung schon dreimal sehr krank. Ich war vor 2 Wochen auf Antibiotikum. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mit meiner Ausdauer so viele Probleme haben werde. Natürlich haben mir die Ärzte einen Tipp gegeben, dass ich den Kampf nicht machen soll. Aber wie gesagt, dieser Kampf war sehr persönlich und ich wollte unbedingt diesen Kampf gewinnen für meinen Zwillingsbruder. Und ja, dafür setze ich meine Gesundheit aufs Spiel. Das macht dich sehr ehrenhaft. Danke. Gib uns mal so eine Predictions für die Zukunft. Wo sehen wir dich in Zukunft? Bleibst du bei NFC? Bist du zufrieden hier? Ich bin sehr zufrieden. Ein Kampf davor war ja bei der Inferno. Und ich würde mal sagen, mit diesem Kampf haben wir gute Chancen, vielleicht Dezember wieder bei der NFC zu kämpfen. Vielleicht nächstes Jahr auch. Aber ja, schauen wir weiter. Nur Gott weiß, was in Zukunft passiert. Okay. Ja, wir sind gespannt, was wir noch in Zukunft von dir sehen dürfen. Ich bin gespannt, hat mir sehr gut gefallen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir. Kann ich noch was sagen? Ja, na sicher. Und Gratulation zu deinem Sieg auf jeden Fall. Da darfst gerne noch was loswerden natürlich. Ich wollte mich bei allen Leuten bedanken, die die Zwillinge immer unterstützen. Es sind leider Gottes nicht immer viele, aber die wichtigsten waren heute in meiner Ecke. Mein Manager und mein Bruder, Haumi Al-Albani, war in meiner Ecke. Mein Lieblingsbruder, Hamzat war auch in meiner Ecke und der Wichtigste in meinem Leben, der immer bei mir in guten und schlechten Zeiten da war, mein Zwillingsbruder auch. Und der Sieg geht natürlich auch für die 3 jungen Herren hier an meiner Seite. Danke an alle, die dabei waren und danke an alle, die die Zwillinge unterstützen. Hoffentlich sieht man sich wieder. Das war das Stichwort und let's go, auf geile Kämpfe weiterhin. Ich danke dir. Ciao.